James Bond hat mich immer fasziniert. Seit meiner frühesten Jugend bin ich in die Filme gelaufen, habe mit meinen Eltern in einem Freilichtkino in Italien damals eigentlich alle Bond-Filme gesehen. Wir waren damals in Lazise in den 70er Jahren und haben ja dort gecampt und gab es abends immer am Campingplatz oder einen Ort weiter in ein Open-Air-Kino James-Bond-Filme zum Anschauen, neben Bud Spencer und Terence Hill-Filme. Und so habe ich ja meine Jugend sozialisiert mit James Bond. Und ich bin James Bond über all die Jahre treu geworden oder treu geblieben. Ich muss natürlich auch sagen, für mich der beste Bond-Darsteller ist und bleibt Sean Connery. Daniel Craig mochte ich nie, aber anderes Thema. Und ich habe ein Buch bekommen, hier, Bond by Design. Und das hat mich ja gefreut, dass es das Buch gibt, weil auf sowas habe ich lange gewartet. Das ist ein klassisches The Art of Buch, The Art of James Bond Films. Und es ist im Grunde eine Sammlung von Designs, von Entwürfen, von Sketches, von Zeichnungen durch alle Bond-Filme. Und jetzt erst im vergangenen Jahr hat die Produktionsfirma E.ON die Sachen freigegeben zum Veröffentlichen. Und man hat ein Buch draus gemacht. Und dieses Buch, ist ein sehr schweres Buch, aber ein sehr schönes Buch. Es enthält eben die Zeichnungen durch alle Filme durch. Und wenn wir von Production Design reden bei James Bond, reden wir bei mir von Sir Ken Adam. Sir Ken Adam ist für mich der Meister schlechthin für Production Design. Ich habe ihn selber mal getroffen, ich durfte selber mit ihm sprechen, ein Interview führen. Grandioser Mann mit einer enormen Witz, enormen Erfahrung. Er hat sicherlich riesenbekannte Sachen gemacht für die Bond-Filme, brauchen wir gar nicht drüber reden. Richtig verliebt, in Anführungszeichen, war ich natürlich von seinen Designarbeiten von Dr. Seltsam, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben, von Stanley Kubrick. Und er hat mit Kubrick gearbeitet, er hat den War Room von Dr. Seltsam bzw. vom US-Präsidenten geschaffen. Und die mehr geht ja, dass Ronald Reagan unbedingt nach seiner Übernahme des Präsidentenamts den War Room sehen wollte und er enttäuscht war, dass es eben nicht der War Room aus Kubrick war mit dieser großen Karte, sondern eben ein ganz normaler Raum, wo ein Briefing stattfand. Ken Adam hat dann später auch noch für Barry Lyndon gearbeitet und ja, er hat ja im vergangenen Jahr seine gesamte Sammlung, sein gesamtes Archiv nach Babelsberg vermacht und dort wird es gerade Zug um Zug aufbereitet, aber ich werde über Ken Adam noch eigene Blogs machen und eigene Videos machen. Aber wie gesagt, Ken Adams war für mich der Meister schlechthin. Es gab noch andere Production Designer. Sid Kane beispielsweise hat Liebesgrüße aus Moskau gemacht, Geheimdienst ihrer Majestät oder Leben und Sterben lassen. Peter Morton, inzwischen verstorben, hat Feuerball und der Mann mit dem goldenen Colt gemacht. Peter Lamont, 1929 geboren und noch am Leben, hat von Tödlicher Mission bis alle nachfolgenden Filme, bis auf, ich glaube, es war Der Morgen stirbt nie, glaube ich, oder Stirb an einem anderen Tag, das hat er nicht gemacht, Stirb an einem anderen Tag, hat Alan Cameron gemacht. Und die neuen Filme, Quantum, Skyfall und jetzt Spectre, hat dann Dennis Glasner gemacht, hat mir persönlich nicht so vom Production Design gefallen, aber schauen wir mal rein. Ich bringe jetzt mal die Kamera ein bisschen näher. Und dann gucken wir mal die Sachen durch. Also es sind Zeichnungen, es sind hier, wollen wir gar nicht reden, welche Autos das hier sind. Es ist nach Filmen geordnet, genauso wie sein soll. Beginnt mit Dr. No und endet mit Spectre, obwohl auch Spectre nicht drin ist. Es ist nur ein Foto drin von Spectre, eine Zeichnung von Spectre. Also im Grunde endet es mit Skyfall. Spectre ist nur am Rand erwähnt mit einem Foto. Ja, also wie gesagt, es beginnt thematisch. Hier sehen wir Dr. No und wir sehen jetzt auch gleich, ich gehe mal tiefer, die Zeichnungen von Cat Adams. Ich blätter mal mehr und mehr durch. Wenn das Production Design nicht stimmt, stimmt die Atmosphäre in einem Film nicht und bei den Bond-Filmen stimmt immer die Atmosphäre. Das ist ja das Tolle an diesen Filmen.
Ich habe mir dann irgendwann mal vom Taschenverlag ein umfangreiches Bond-Buch gekauft mit einer mit Autogramm von Cat Adams und einem Sonderdruck. Der Nachteil dieses Buches, und das ist wirklich ein böser Nachteil, es sind halt alle Bond-Filme. Andere Herrschaften wie Peter Jackson macht aus 3 Filmen, aus Hobbit und aus Herr der Ringe, jeweils 4 bis 5 einzelne Art-of-Bücher. Hier werden alle Bond-Filme in einem Buch verpackt. Das ist ein bisschen schade, weil es gibt sicherlich noch viel, viel mehr zu sehen, viel, viel mehr zu erleben. Und wer die Ausstellung von Cat Adams gesehen hat, der weiß, was da für ein tolles Material noch da ist. Das ist also nur ein kleiner Ausschnitt, eben Goldfinger. Übrigens, das Bild habe ich mit der Originalunterschrift von Cat Adams bei mir an der Wand hängen, in groß. Ein wunderbarer Druck, ganz toll. Also das ist schade, dass im Grunde jeder Film nur ein bisschen abgehakt wird. Zwar ist dieses Buch sehr umfangreich, ich glaube mit 300 Seiten, aber trotzdem hätte man aus jedem einzelnen Film ein dickes Buch machen können. Wahrscheinlich wird das Ding aber nicht mehr verkauft. Muss man auch zugeben, da ist Herr der Ringe oder Hobbit doch etwas geschäftstüchtiger oder aktueller. Dennoch, auch hier, You Only Live Twice, Leben und Sterben lassen. Starker Film. Und Little Nelly, glaube ich, hieß dieses Teil, wo Sean Connery durch die Gegend geflogen ist. So habe ich mir Japan vorgestellt als junger Mann. Fand ich einfach super. Also hier ganz, ganz viele Designs. Wir erinnern uns, was war denn? Das waren so richtige geile Designs. Das war doch Stromberg, ne? Stromberg war doch super. Mit Kurt Jürgens, diese Unterwasserbasis, hat doch einen geprägt. Moonraker, diese Raumstation oder diese Basis auf der Erde, war doch ein Wahnsinn. Also diese ganzen Sachen haben mich sehr, sehr stark geprägt. Hat das Design von Filmen geprägt, finde ich. Hat das Design von Kostümen geprägt. Hier sieht man sogar ein bisschen Kostümdesign, etwas weniges Design, was die Dame anhat. Das Buch ist sauschwer, drum rutscht es immer wieder. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Live and Let Die war sehr, sehr spannender Film. Roger Moores erster Auftritt. Musste ich mich dann gewöhnen, auch eine humorvolle Art von Roger Moore musste ich gewöhnen. Mochte ich als Kind aber sehr, sehr gerne. Also Lieblingsfilm damals war Spion, der mich liebte. Das war richtig cooler Humor. Gerd Fröbe war natürlich ein Superheld. Quatsch, Gerd Fröbe, Kurt Jürgens. Gerd Fröbe war Goldfinger. Diese Karten, diese Tarot-Karten waren auch toll. Das wären Merchandising-Produkte gewesen. Ja, leider ist es der Film viel zu früh gekommen, als Merchandising noch keine Rolle gespielt hat. Das wäre super vermarktbar gewesen. Die Kostüme, sehr schön. Also hier sehr, sehr schön anzuschauen. Ich kann dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Es ist zu wenig, leider viel zu wenig für uns Fans. Aber es ist toll. Es ist wenigstens überhaupt was da ist. Es gibt gute Bücher bei Ken Adam, die ich gesondert vorstelle. Hier sehen wir nochmal die Station von Stromberg in Spion, den ich liebte. Ich mache jetzt mal ein bisschen schneller, gehe einfach mal weiter. Also ihr seht, es ist was fürs Auge. Texte sind relativ wenig, bis kurz. Man sieht die Veränderungen, früher kleine klassische Strichzeichnungen. Ich springe jetzt mal einfach weiter. Später werden diese Sachen durch Fotos ergänzt. Es wird digitalisiert, Digital Painting kommt dazu, das klassische Aquarellmalen. Das ist übrigens das einzige Bild von Spectre. Und bevor ich diese Rezension beendere, es gibt hier noch vorne eine Mappe. Und da hole ich mal 2 Sachen raus. Und 2 Drucke, die ganz nett gemacht sind. Ups, mal Buch weglegen. 2 Drucke, die nett gemacht sind. Fangen wir mit dem ersten an. Hier, Ken Adam. Und wenn man es richtig rumhalten würde, wäre es noch besser. Ken Adam. Der Spion, den ich liebte, der Tanker, in dem die 3 U-Boote gefangen sind. Schönes Design von Cat Adam. Und nochmal Cat Adam von Man lebt nur zweimal. 1967 war es. Die Little Nelly, der tolle Flitzer, wir erinnern uns alle dran. Auch Cat Adam Production Design. Design oder Bond by Design. Buch absolut für Fans, für Bond-Fans. Wir brauchen es und wir hoffen auf mehr.